auch ein bisschen betrachten. Weil es ist so, diese Marienlieder haben den Ausdruck immer eines großen, tiefen Glaubens und auch einer tiefen Erfahrung, die dahinter steht. Das erste Lied, was wir heute, wo wir heute diesen Glauben vertiefen dürfen, ist das Lied Nummer 39. Und da ist jetzt die Carina schuld, gell? Weil ich gesagt habe, das müssen wir heute singen. Das ist das Lied Maria durch ein Dornwald gehen. Das ist rot geworden. Das freut er, oder? Okay. Schön, ne? Es ist echt schön. Maria durch ein Dornwald ging ist übrigens eines der ältesten deutschsprachigen Marienlieder, die überliefert sind, also oder sehr altes. Und da ist so 16. Jahrhundert, also 1500 noch etwas. Und es hat eine sehr tiefe Bedeutung. Es sitzt an, zunächst einmal beim Gang Mariens von zu Hause Nazareth hinauf ins anliegende Gebirge, wo ihre Verwandte Elisabeth zu Hause ist. Das heißt, dieser Gang ins Gebirge zu ihrer Verwandten, sie hat ja ein Zeichen bekommen, dass für Gott nichts unmöglich ist. Dieses Zeichen ist eben, dass ihre Verwandte, die schon so lange ein Kind erwartet hat, nun endlich schwanger geworden ist im hohen Alter. Mit Zacharias, der ja auch ihr Mann war, der in der Priesterklasse gewesen ist, der auch schon gar nicht mehr glauben hat können, dass eigentlich Gott hier noch etwas bewirken kann, obwohl sie Gott immer wieder darum gebeten haben. Ein Zeichen also, dass für Gott nichts unmöglich ist, und sie hat sich auf den Weg gemacht. Und dieses Lied beschreibt dann auch einen Dornwald, den Dornwald, der auch für das Leben steht, wo also die Hoffnung gestorben ist. Übrigens ist es ähnlich wie beim Moses, bei ihm war er auch, war schon 80 Jahre alt, gell? Da hat er auch diese Dornbuschbegegnung gehabt, wo er gemeint hat, zunächst einmal, der brennt und verbrennt doch nicht, das heißt, in diesem so ausgetrockneten Dornbusch ist noch Leben. Und dort war es ja dann so, dass man sagen kann, es ist ein Bild für sein Leben gewesen. Das heißt, der Dornbusch, der dafür steht, dass in diesem auch ausgemergelten, wo nichts mehr scheint, Frucht bringen kann, Gott noch eine neue Frucht hervorbringt, neues Leben hervorbringt. Und so also auch in dieser Welt, in die Maria Jesus hineinträgt, hier kann wieder neue Frucht ansetzen. Selbst wenn alles gestorben erscheint. Das ist die Erfahrung dahinter, die es ja dann im Leben Jesus selber noch sich gezeigt hat, vertieft hat, in seinen Wirken, in den Begegnungen mit scheinbar ausweglosen Situationen, also gesundheitlichen. Als Arzt wird man da manches nochmal anders lesen, gell? In den Evangelien, wenn man schaut, wie Jesus da gewirkt hat, was sich da getan hat. Auf der anderen Seite wundert man sich auch nicht, wenn man weiß, wie viele Dinge zusammenwirken müssen, dass das Leben auf einmal wieder zum Leben kommt. Und was auch möglich ist. Die Wunder sind hineingeschrieben ins Leben. Wenn wir aus diesen inneren, tieferen Quellen heraus leben, das, was wir so in Christus erfahren haben, das wird hier im Beginn schon beschrieben, mit einem Kind dann ohne Schmerzen, das heißt, es ist das Kind der Verheißung, in dem Gott das Neue zur Welt bringt, wo das Leid dann auch einmal ein Ende haben darf. Und wo also dann dieser Wald wieder neu zum Blühen kommt. Etwas, was man dann bei Elisabeth noch hört, wenn sie dann sagt, wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt. Gesegnet bist du, gebenedeit unter den Frauen. Die Frucht deines Leibes. Also alles Erfahrungen und dann die Dankbarkeit, ich spüre das Leben bei mir selber wieder. Es tritt schon unterm Herzen, die ersten Bewegungen sind da. Ja, ist da ein Besen bei, da wenig, wenig was war du die da, wo Christus so,